Würmer lieben Biomüll, insbesondere Bananenschalen, Kaffee und Gemüsereste, auch Brotkrümel. Züchtbare Würmer können pro Tag ihr eigenes Gewicht an Nahrung aufnehmen. Würmer produzieren durch ihre Ausscheidungen wertvollen Wurmmist. Dieser ist reich an Turmhumuskomponenten und kann dadurch sehr gut Wasser speichern. Der Bestand von Regenwürmer in einer Wurmkiste kann sich bei guter Lebensbedingung etwa alle 2-3 Monate verdoppeln. Auch werden mehr Mikrolebewesen und Nährstoffe als im klassischen Humus festgestellt. Calcium, Stickstoff, Magnesium, Phosphor, Kalium. Wurmhumus dient einer deutlichen Bodenaufwertung und stellt eine echte Kur für Pflanzen dar. Allerdings sollte das Bodengemisch nach Düngung durch den Wurmhumus nur etwa eine Menge von 10% enthalten. Ansonsten werden die Pflanzen überdüngt.